Und von mir aus gehen wir halt dahin. Ne? Super, ich kann den simplen Weg nicht laufen. Halt, hab doch geduckt, Junge. Wieso mega, dass man sich sieht, ha? Huh? Kann ich mir vorstellen. Scheiß Hunde. Scheiße, haut ab. Schnell erledigt. Hätte natürlich auch schief laufen können. Aber das sind die ersten Schüsse, die ich rausgelassen habe. Abgelassen habe. Ich frage mich, ob man in so einem Spiel wie das ja auch so ein paar Easter Eggs irgendwie findet, wisst ihr? Weißt du? Wir wissen, was hier überall steht. Arbeit macht frei oder was? Boah, aber. Nein, das war fies. Das war fies jetzt. Sorry. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei solchen Schildern, wenn Frauen und Kinder abgezeichnet sind, im. Frauen und Kinder immer weiß abgezeichnet sind und wenn Bauarbeiten sind immer alle schwarz. Viele Schweine wie möglich von denen ausschalten hier. Natürlich war das jetzt ziemlich bescheuert von mir, weil. Hätte auch noch ein zweiter hier stehen können, den ich nicht gesehen hätte. Overlord Hunter, an der Tür ist ein Retina-Scanner angebracht. Kommen Sie vorbei. Negativ, aber vielleicht finde ich Freunde, die sie für mich öffnen. Seien Sie vorsichtig, Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Verstanden. Wer ist mit dem hier? Nee. Was für ein Scheiß jetzt, Alter. Denkst du bist angekommen, musst du woanders hin. Denkst du bist angekommen, wo du jetzt ankommen musst, dann musst du wieder woanders hin. Hört er sich gerade Disney an oder sowas? Спокойно, парень. Сейчас мы просто прогуляемся. Ты здесь неплохой парень. Ты просто выполняешь приказы. Не хочется убивать себя за это. Завтра утром проснешься и поймешь, что поступил правильно. Boah, der war aber verpickelt und so ein Scheiß. Und wo hat jetzt die fucking Piste überhaupt her? Drin. Greifen Sie auf das Sicherheitssystem zu. Psst.
Das nochmal. So. Wollen wir mal gucken. Übermittlung läuft. Wir empfangen Sie. Die Dechiffrierung wird eine Weile dauern. Darmunterstützung steht bereit, um Ihre Flucht zu decken. Wir arbeiten an den Daten. Platzieren Sie in der Zeit die Zielbarken. Wir haben das Alarmsystem geknackt und das Lager isoliert. Lautstärke sollte also kein Problem mehr sein. Verstanden, habe Feuererlaubnis. Danke! So, kann ich hier irgendwo raus? Scheint nicht so. Wir wollen trotzdem mal gucken, ob wir so lange wie möglich keinen Missionsabbruch, keinen Alarm auslösen. Das wäre sehr praktisch. Ja, da steht jetzt ein neuer Kerl. Ich sehe keinen. Hauptsache, man hört ihn. Da hat einer wahrscheinlich 5 Stunden lang dran gesessen, es einzuarbeiten, wie dieses Ding da, ne? Und so. Dieser Hubschrauber da am Ficken hat man sowieso nur den Sound reingelassen. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Ruhig, mein Brauner, ruhig. Da hinten haben wir einen. Okay, jetzt soll er so nichts gesehen. Oh, das war knapp, Alter. Das ist noch einer von den Schweinen. So, platzieren wir meine Kacke hier. Schon wieder in Deckung. Schnauze, verdammt nochmal. Verdammte Hacke! Vielleicht sind wir beim dritten, haben 3 Stück platziert, ohne Alarm auszulösen. Was war das denn jetzt? Was auch immer das jetzt war. Was auch immer das jetzt war, Alter. Alter Schwede. Bin tot. Scheiße. Ja, aber ganz ehrlich, was war das denn jetzt für eine Aktion? Wo plötzlich... Keine Ahnung. Versuchen wir es nochmal. Gallant Thief.
Entschuldigung. Aber das ist mir jetzt einfach zu unnötig gewesen jetzt. Der Typ hatte nicht ansatzweise die Möglichkeit gerade, irgendwie über Funk durchzugehen, dass er einen toten Kollegen gefunden hat. Und was passiert? Alle wissen Bescheid. Ich wollte jetzt mal gucken, dass ich mal so lange wie möglich ohne. Alter, nö! Am Arsch bist du's da! Dummer Pisser, ey. Akzeptiere ich jetzt wirklich nicht, Leute? Das könnt ihr vergessen. Den Scheiß ziehe ich jetzt durch. Machen wir es so halt, ist mir auch egal. Vor allem ist das auch geil, sobald sie nur eine Leiche entdecken, wissen sie halt, wo ich bin. Das ist aber komisch, dass sie wissen, wo ich bin, wenn ich doch nur eine Leiche... Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr. Ohne Teamkameraden, die einen halt heilen können, ist das sowieso total schwer. Es sind jetzt halt zwei Herausforderungen. Entweder ich schaffe das jetzt ohne Alarm auszulösen, oder ich schaffe es ohne Kameraden, die Leute hier alle zu besiegen. Scheiße! Du hast ihn direkt am Kopf erwischt, aber die Kugeln sind vorbeigeflogen. Was soll der Müll? Ist meine Genauigkeit durch Sandsturm irgendwie verringert oder so? Ich spiele hier kein fucking Pokémon. So, Schnauze jetzt! Was willst du von mir? Was? Nö! Wie ging das denn jetzt? Der Typ hat nicht bemerkt, dass sein Kollege tot ist. Aber Hauptsache alle anderen wissen es, die 2 Kilometer entfernt stehen, oder was? Ach Leute, leckt mich doch nur an den Füßen, ey. Nichts entdeckt worden. Es sind nur die 2 Typen. Oder ist jetzt noch ein dritter, Alter? Wenn er so ein dritter ist, ne? Dann leck mich am Arsch, Alter. Schwör ich dir. Wenn gleich noch ein fucking dritter ist, der die ganze Zeit das alles bemerkt. Dann gibt's Backenfutter, Alter. Ich schwör's euch. Hier ist keiner, der das bemerken könnte. Schnauze jetzt, verdammt nochmal. Da gammelt einer rum.
Das heißt, wir gehen mal richtig schön weit. Bin ich hier irgendwie viel weiter oder? Ich sehe gar nichts.